Aber solange es in Deutschland einen Bundesinnen- und Heimatminister namens Horst Seehofer gibt, der öffentlich die Migration als Mutter aller Probleme in unserer Gesellschaft bezeichnet, die grundlegenden Probleme wie Krieg, Gewalt, Nationalismus, Hunger, soziale Ungleichheit, Bedienung der Kapitalinteressen zulasten der Lösung unserer sozialen Probleme und so weiter ignoriert, der in aller Öffentlichkeit zugibt, dass er sich genauso wie die Rechten darüber freut, wenn migrantische Menschen Straftaten in Deutschland begehen, weil er sie dann abschieben kann. Solange es Ministerpräsidenten namens Kretschmer gibt, die Hetzjagden, Hitlergrüße, rassistische Übergriffe relativieren, als nicht so schlimm empfinden und diese nicht erkennen wollen. Solange es wie hier bei uns in der Südpfalz einen Stadtrat wegen Kandel gibt, der die Spaltung der Gesellschaft durch einen Antifa-Beschluss vorantreibt und dabei die Gefahr von links sieht und die wahre Gefahr für unseren Rechtsstaat, die von rechts kommt, ignoriert. Solange es Stadtratsfraktionen wie Landau gibt, die Rückzieher machen, wenn es darum geht, für unseren Rechtsstaat zu mobilisieren und auf die Straße zu gehen. Solange wird rechten Gedankengut weiter Hass, Tür und Tor geöffnet in unserer Gesellschaft. Solange wird Öl ins Feuer gegossen. Solange wird rechter Gewalt Vorschub geleistet. Wir reden immer von der Opferrolle, in der sich die Rechten suhlen. Das tun sie gern. Auch diese kleine Truppe wird es auch heute und morgen wieder tun. Aber eins ist klar, es gibt keinen einzigen historischen Fakt, dass jemals eine Partei aus Mitleid gewählt wurde oder die Macht ergriffen hat. Aber es gibt ein ganz bedeutendes historisches Beispiel dafür, dass eine faschistische und menschenverachtende Partei an die Macht kam, ungehindert ihre Tötungsmaschinerie hat anlaufen lassen können, weil die Mehrheit geschwiegen hat. Diese Partei ist NSDAP, worin das endete, wissen wir heute alle genau. Heute wissen wir noch was. Wir wissen, es geht nicht einfach vorbei. Wir wissen alle, was wir zu tun haben. Und das beweist jeder Einzelne, der hier heute Abend mit uns auf die Straße gegangen ist. Wir müssen laut sein. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Denn wir sind mehr. Wir sind viel mehr als die. Seien wir laut, stehen wir auf. Alerta, Antifaschisten! Wir wollen vom Master natürlich erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle rausgeben. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Unterstützerinnen. Ohne euch wäre das heute hier nicht möglich gewesen. Feiert euch mal selber! Ihr seid spitze! Danke, dass es euch gibt! Danke, dass ihr mit uns hierher gekommen seid! Gegen dieses erbärmliche Häufchen Nazis aufzustehen! Es wurde schon an Kandel den 6. Oktober erinnert. Wir möchten aber auch daran erinnern, dass gerade der Hambacher Forst geräumt wird. Hambi bleibt! Geht doch! Habt auf jeden Fall hier noch ganz viel Spaß. Euer Aster liebt euch und danke dafür, dass ihr da seid. Alerta, Antifaschisten! Wie ihr seht, war da ziemlich viel los. Und das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich aufgenommen habe, was man benutzen kann, was nicht irgendwie zu hell, zu dunkel ist oder sonst was. Auf jeden Fall waren da noch mehrere Redner, aber sonst wäre das Video jetzt zu lang gewesen. Und ja,
Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Auf diesem Kanal geht es um Gesellschaft, um gesellschaftskritische Themen und abonniert den Kanal gern, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Somit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal!